Hallo Kackbratzen. Kann sich hier noch jemand an die gute alte Ghosts and Goblins Serie erinnern, die Mitte der 80er Jahre ihren Anfang auf dem NES fand? Eigentlich eine dumme Frage, denn sollte jemand tatsächlich versucht haben, über das erste Level hinauszukommen, leidet vermutlich heute noch an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Nach nun zwei Spielen auf dem NES und einer Fortsetzung auf dem SNES, hatte Capcom die sehr gute Idee, der Serie ein wenig frischen Wind zu verleihen. Man wollte weg vom uralten 2D-Plattformer, hin zu einem echten Abenteuer in 3D. Mario 64 hat es ja schon vorgemacht, wie es richtig geht, und so wollte man auch den brandneuen Titel im Ghosts and Goblins-Universum für die N64 veröffentlichen. Die Entwicklung lief allerdings nicht wie geplant und nach einigen Jahren voller Fehlschläge hatte man von der N64 die Schnauze voll. Das besagte Spiel wollte man aber immer noch veröffentlichen, allerdings nicht auf einem Nintendo-System. Man musste allerdings nicht lange suchen. Mit der PS2 stellte Sony damals das wohl beste Videospielsystem aller Zeiten vor und hier hatte man endlich genug Platz und die entsprechende Leistung, um ihr Ghosts and Goblins 3D-Projekt endlich Wirklichkeit werden zu lassen. Und im Jahr 2001 konnte man in Japan dann endlich Maximo Ghosts to Glory in den Handel bringen und ein kurzes Jahr später auch im Westen. Nur gab es da ein Problem. Da sich das Spiel nun so lange in der Entwicklung befand und eigentlich für die N64 erscheinen hätte sollen, hat man nicht alle alten Zöpfe abgeschnitten und so waren die verwöhnten Spieler auf der PS2 leicht enttäuscht, als sie ihre ersten Schritte mit Maximo wagten. Capcom hatte die Essenz der alten Serie herausgearbeitet und vollständig in eine 3D-Welt gebracht. Das war jetzt allerdings nicht grundsätzlich das Problem. Was den Spielern wohl am meisten zu schaffen machte, war der teils sadistische und unbarmherzige Schwierigkeitsgrad. Also gerade das, was den allerersten Teil schon beinahe schon unfassbar schwer machte. Aber genug heiße Luft in die Umwelt gepumpt. Sophia! Maximo! Achille, you told me Maximo... Silence! That's enough, Achille! Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle des jungen Ritter Maximo, der nach seiner Rückkehr aus dem Krieg sein Königreich im kompletten Chaos wiederfindet. Und wenn das schon nicht schlimm genug wäre, erhält er zudem die Nachricht, dass Achilles, seine ehemals rechte Hand, seine holde Maid entführt hat. So zückt er erneut sein Schwert und zieht aus, um die Jungfrau in Nöten zu retten. Doch der erste Versuch läuft nicht ganz so gut, denn Achilles tötet Maximo und so wird unser Held erstmal in die Hölle verfrachtet. Dort trifft er auf den Sensenmann, der auch im weiteren Verlauf des Spiels eine wichtige Rolle spielen wird. Do you know what that is? Achilles' drill made that hole. He frees my spirits. Mit dem Tod schließt Maximo einen Pakt, denn auch ihm ist Achilles ein großer Dorn im Auge. Der abtrünnige Landesverräter hat herausgefunden, dass man durch das Ernten von Seelen eine enorme Macht erlangt. Das kann der Sensenmann nicht auf sich sitzen lassen und möchte gerne seine Seelen wieder zurückhaben, ist aber allein zu schwach für diese Arbeit. So wird nun Maximo die Drecksarbeit erledigen müssen. Um wieder ins Leben zurückzukehren, muss er nun 5 Zauberinnen retten, den Abbau der Seelen stoppen und dann final seinem Ex-Freund mächtig in den Arsch treten, um dann am Ende auch wieder seine holde Jungfrau in seinen Armen halten zu können und dann endlich auch das Problem der Jungfräulichkeit ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Mit 5 Hauptlevel, die in fast 30 Abschnitte unterteilt sind, hat man eine Menge zu tun, bis man das Ende erreichen wird. Es ist aber nicht die Länge, die dem Spieler Schwierigkeiten bereitet, sondern eben der leicht sadistische Grundton des Spiels. Zum Glück gibt es in einem jeden Abschnitt ein paar Checkpoints. Anderenfalls hätte man tatsächlich ein schweres Leben, um überhaupt das Ende eines Levels zu erreichen. Was Maximo so besonders schwierig macht, sind seine Gesundheits- und Speichersysteme. Ähnlich wie in Spielen aus vergangenen Tagen braucht es nur ein paar Treffer, bis Maximo ins Gras beißt. Und wie auch schon in den Vorgängern verliert unser Held bei einem jeden Angriff einen Teil seiner Rüstung, bis man ihn nur noch in Unterhosen durch das Level laufen sieht. Capcom muss da irgendwie einen sehr seltsamen Unterwäschefetisch haben. Sobald Maximo jedenfalls nur noch mit seinem Schlüpfer durch die Gegend läuft, bedarf es nur noch wenige Schläge, bis er sich die Radieschen von unten anschauen kann. Maximos Rüstung wieder aufzufüllen ist eine mühsame Aufgabe. Am besten merkt man sich die Standorte eines jeden Feindes, um möglichst lebendig zum nächsten Rüstungsgegenstand zu kommen. Das ist aber auch einfacher gesagt als getan, denn mitunter kann es bis zu einer halben Stunde dauern, bis man einen rettenden Kontroll- oder Speicherpunkt erreicht. Möglicherweise hat man schon längst vorher den Controller voller Frust in 2 Teile gebrochen. Zum Glück ist nach einem Bildschirmtod noch nicht alles vorbei. Hat man das Zeitliche gesegnet, trifft man auf den Sensenmann, der einem nach Übergabe von Todesmünzen wieder ins Leben zurückbringt.
Allerdings muss man dazu erstmal einige hundert blaue Geister einsammeln, die in handlichen Steindingern im Level versteckt sind, wobei ein Stein gut 5 Geister freilässt. Anfangs gibt sich der Sensenmann schon nur mit einer einzigen Todesmünze zufrieden, aber im Verlauf des Spiels wird sich der Herr euer Leben teuer bezahlen lassen und gleich mehrere Münzen verlangen. Es bleibt wohl einem nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen und das Spiel so oft wie nur möglich von vorne zu beginnen, bis man den Dreh raus hat und möglichst wenig stirbt. Den Feinden aus dem Weg zu gehen ist auch keine Option, denn unser Held muss während seiner Reise auch Münzen sammeln, um damit Gegenstände zu kaufen, oder um das Speichersystem nutzen zu können. Spieler einer etwas älteren Generation kommen vermutlich mit dieser sehr großen Portion Frust noch irgendwie klar, aber auch schon die jüngere Generation damals, die auf der PS2 gewohnt war, jederzeit und überall speichern zu können, werden ihren Arsch wohl sehr weit aufgerissen bekommen und vermutlich ziemlich schnell das Handtuch werfen. Aber genau das ist es, was Maximo und auch seine Vorgänger auf eine sehr masochistische Weise süchtig machte. Es ist ein Spiel, in das man nicht nur Stunden, sondern Tage und Wochen investieren muss, wenn man den Schwierigkeitsgrad meistern und auch noch jeden Gegenstand einsammeln möchte. Man wird für seine Ausdauer und Willenskraft auch ordentlich belohnt. Also hockt euch gefälligst auf euren Hosenboden und macht eure Arbeit. Aber zu behaupten, dass ein Spiel scheiße ist, nur weil ihr zu doof seid, geht absolut auf keine Kuhhaut. Was das Gameplay angeht, so steuert sich Maximo quasi wie ein jedes andere Spiel aus dieser Zeit. Zu seinen Basisbewegungen gehören ein Doppelsprung mit einem Abwärtsschlag, ein einfacher Schwertschlag, ein Powerschlag und ein Projektilangriff mit seinem Schild. Maximo erwirbt im Laufe des Spiels Spezialbewegungen, aber sie sind komplizierter auszuführen und werden auch relativ selten benötigt. Trotzdem kann ihre Verwendung effektiv und beeindruckend zugleich sein. Maximo kann sein Schwert auch mit 4 verschiedenen Elementen aufrüsten, um dessen Fähigkeiten zu verbessern. Sobald sein Schwert aufgerüstet ist, wird es auch viel einfacher, Feinde zu erledigen. Allerdings gibt es auch hier einen Aber, denn seine verbesserten Fähigkeiten halten nur 20 Schläge. Also so viel wie 2-mal alle Wichsgriffel eurer beiden Kackbratzen zusammengezählt. 1, ein Apfel. 2, 2 Äpfel. Leider beginnt das Spiel trotz dieser vielen Spezialkräfte so ab der Hälfte langweilig zu werden, da man immer denselben Käse machen wird und leider gibt es auch keine Minispiele oder anderen Kram, der den Zehenbrei ein wenig auflockert. Und es hilft dem Spiel auch nicht viel, dass es insgesamt nur sehr wenige Bosse gibt und wer den Dreh raus hat, wird in den Bosskämpfen auch keine großen Schwierigkeiten haben. Man sollte nur aufpassen, wohin man mit seinem Wurstmesser schlägt. Trifft man einen Baum, bleibt es darin stecken und Maximo zieht es mit einer lustigen Animation wieder raus. Befindet man sich allerdings in engen Gängen, sollte man möglichst vertikale Schläge austeilen, da das Schwert ansonsten an der Mauer abprallt und der Feind diesen Augenblick nutzen wird, um euch eins auf den Latz zu knallen. Aber trotz all der Schwierigkeiten findet man unter der Haube ein wirklich feines Spiel und man wird eine kleine Obsession entwickeln, ein jedes Level komplett perfekt abschließen zu wollen. Man bekommt aber auch eine Menge auf die Augen. Das Spiel sieht einfach nur gut und sehr sauber aus, auch wenn man nicht ganz seinen Ursprung der Entwicklung auf der N64 verstecken konnte. Die Umgebungen der Level sind nicht gerade mit besonders viel Details geschmückt worden und auch die im Spiel verwendeten Modelle sind ziemlich einfach gehalten. Unser Held sieht allerdings großartig aus und auch die Feinde machen optisch eine sehr gute Figur. Das heißt, wenn man den cartoonhaften Stil zu schätzen weiß. Spezialeffekte wie Nebel werden mit großer Wirkung eingesetzt, aber andere Effekte wie etwa auch die Echtzeitbeleuchtung sind jetzt nicht unbedingt schön. Maximus Schatten ist zackig und pixelig und wirkt zwischen den übrigen simplen, aber coolen Grafiken fehl am Platz. Die Level sehen trotz der wenigen Details trotzdem perfekt aus und verpassen dem Spiel seine passende Atmosphäre. Beautiful, isn't it? All those souls, all that power! Was ein wenig fehl am Platz wirkt, sind die Zwischensequenzen. Als das Spiel im Jahr 2002 auf den Markt kam, war die PS2 eigentlich schon stark genug, dass man alle Filmchen auch mit der Ingame-Engine erzeugen konnte. Maximo benutzt allerdings vorgerenderte Animationen, was sich nicht so wirklich schön ins Gesamtbild einfügt. Zumindest läuft das Spiel butterweich, vermutlich auch dank der wenigen Polygone, die über den Bildschirm geschubst werden. Was ein wenig Kopfschmerzen bereiten könnte, ist die teils ziemlich schlechte Kamera, die sehr oft in die Pampas reinglitscht und den Blick auf das Wesentliche versperrt, was zu sehr billigen Toden führt, da man manchmal von Feinden ermordet wird, die man noch nicht mal sieht, was das ohnehin schon schwierige Spiel am Ende noch viel schwieriger macht. Insgesamt ist Maximo aber kein schlechtes Spiel und der erste Teil rechtfertigte sogar die Veröffentlichung eines Nachfolgers. Aber irgendwie scheint der Titel dann doch irgendwie vom Radar verschwunden zu sein. Maximo ist keine
leichte Erfahrung, aber trotzdem ein sehr unterhaltsames Spiel, das behutsam versucht, sich am alten Ghosts and Goblins Erbe zu orientieren. Die Fehlversuche der Entwicklung auf der N64 haben vielleicht den Gesamteindruck etwas geschadet, aber trotzdem findet man unter der Haube eine exzellente Perle. Wer ein schleppendes und zermürbendes Gameplay nicht so gerne hat, könnte allerdings mit dem Spiel seine Liebe Not haben. Denn wer durch das Spiel kommen möchte, benötigt einen Sack voll Willenskraft und Schmerztoleranz. Aber jeder Pixel dieses Spiels ist sein Geld wert, sofern man sich eine gut erhaltene Kopie bei eBay schießen möchte. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.